Na ihr Rallies, moin moin und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Jawollo, wir haben beim letzten Mal die dritte der vier Jahreszeiten für unseren Stab der Jahreszeiten bekommen, nämlich den Frühling, und können jetzt den Frühling herbeirufen. Und das sollten wir auch schleunigst tun, denn dieser arme Bär hier, der jammert uns schon seit einigen Folgen voll, dass er doch dringend mal eine Frühlingsbanane bekommen möchte, und die sollten wir ihm jetzt wohl besorgen. Ich denke, für das Thema Frühlingsbanane ist es in jedem Fall sinnvoll, wenn die schon so heißt, nicht wahr, den Frühling herbeizurufen. Deswegen machen wir das direkt mal. Jetzt ist Frühling, jawohl. Traumhaft. Mir fällt gerade auf, dass wir wirklich schon seit einigen Folgen hier unterwegs sind. Also jetzt, wenn ich das richtig sehe, ist das die sechste Folge am Stück, die wir außerhalb eines Dungeons zubringen. Das heißt, der Weg vom dritten zum vierten Dungeon hier, der ist schon recht lang, muss man sagen. Aber den haben wir jetzt hoffentlich mal bald abgeschlossen. Ich glaube nämlich, wir haben oben das Schlüsselloch ja beim letzten Mal schon entdeckt. Uns fehlt noch der Schlüssel, und wenn wir den finden, dann können wir hoffentlich endlich mal ja, aufschließen und in Richtung Dungeon kommen. Das wäre nicht schlecht. Da ist schon wieder so ein fliegender Kucko, oder was? Fliegender Kucko. Flattert, wenn festgehalten. Andernfalls wird's gefährlich. Genau. Ich weiß nicht, warum sie den hier noch einführen mussten, aber macht ja nichts. Und wenn man jetzt eben die Taste relativ flott und häufig drückt, dann fliegt er in luftige Höhen. Ah. Und dann sind wir da oben. Dankeschön. Fantastisch. Okay, eigentlich hätte ich jetzt auch gerne gesehen, was in der Höhle da ist. Das machen wir dann später. Ah, hier ist noch eine Höhle. Und das da oben ist natürlich dann wohl die berühmte Frühlingsbanane, die dieser Bär von so weiter Ferne schon erschnuppern konnte. Gute Nase, muss man sagen. Erstmal kurz diese Fledermäuse erledigen, die sind nämlich bösartig. Die geben Corona. Nee, die wollen uns ans Leder, das ist das größere Problem. Wie machen wir das jetzt? Ah, no, zurück zum Start. Wie in diesen ganzen ganz schlechten Brettspielen früher für Kinder und auch für Eltern von Kindern. Da, wo man dann irgendwie so Ereigniskarten gezogen hat und auf irgendeiner plötzlich steht, zurück zum Start. Und du denkst dir, toll, ich habe das jetzt 2 Stunden gespielt und muss jetzt wieder zurück zum Start. Schönen Dank auch. Das macht Laune, das macht Spaß. Das muss man gespielt haben. Nee, aber eigentlich sind doch die meisten solcher Spiele ganz lustig. So, okay, hier ist auch wieder nichts. Dann gehen wir hier einfach rauf und kriegen jetzt die Frühlingsbanane, oder wie? Tada, du erhältst eine Frühlingsbanane. Sie hat ein süßes Aroma. Ja, nicht schlecht, muss ich sagen. Also die meisten Bananen haben ja ein süßes Aroma. Aber, zumindest wenn sie reif sind, aber die Frühlingsbanane offenbar so besonders süß, dass man sie sogar schon von so weiter Ferne als Bär riechen kann. Gehen wir noch kurz hier rein. Was gibt's hier? Okay, hier muss man wieder aufpassen. Aber das scheint mir etwas zu sein, was wir theoretisch jetzt schon machen können. Okay, fahren wir einmal eine Runde. Ich wollte da diesen Knopf drücken und wurde einfach erschlagen. Okay, dann gehen wir mal hier jetzt zum Knopf. Jawohl, und wenn wir da drauf drücken, ein Ring, fantastisch, den nehmen wir doch gerne mit. Einfach mal so ein Ring vom Himmel gefallen. Ah, dankeschön, ich könnte auch einfach springen, ne? Und dann haben wir einen Ring bekommen, den können wir irgendwann schätzen lassen. Aber das machen wir wahrscheinlich erst, wenn wir den vierten Dungeon absolviert haben. Ach gut, wir werden direkt zum Start zurückgesetzt, wenn wir hier runterfallen, das hilft natürlich in dem Fall. Den Ring kann man, glaube ich, auf jeden Fall mal mitnehmen und sich darauf freuen, was der so bedeutet. Aber jetzt geben wir doch erstmal diesem Bären hier einen kleinen Gefallen. Hallo, lieber Bär. Warte, ich säbel noch kurz die ganze Blumendekoration hier weg. Und dann, bitteschön, eine Frühlingsbanane. Du hast mir eine Frühlingsbanane gebracht. Ist die für mich? Ich hätte nichts dagegen. Jo, bitteschön. Nom nom. Lecker. Das ist tatgut. Ich bin Benny. Du hast mich gefüttert, also helfe ich dir. Du kannst überall auf mir hinreiten. Drücke mehrfach A, um zu schweben. Oder halte den Knopf gedrückt, um auf den Boden zuzudonnern. Ach so. Doch Wasser ist meine Schwäche. Die seichten Gewässer sind kein Problem, aber tiefe Stellen schon. Ja, genau. Benny ist nämlich nicht nur ein Bär, Benny ist ein geflügelter Bär und kann fliegen. Ist das nicht toll? Und wir können ihn auch mit viel Karacho auf dem Boden eine solche Stampf- oder Donnerattacke ausüben lassen. Benny ist definitiv auch ein sinnvolles Tier. Ihr merkt aber, es gibt halt 3 Stück. Dimitri, Ricky und Benny. Wir haben ja jetzt die Flöte von Ricky, weil ich Ricky persönlich auch einfach am coolsten finde. Aber Benny ist auch durchaus nicht schlecht. Ihr merkt, Dimitri und... Nee, Ricky und Benny haben nicht so viel für Wasser übrig. Das ist natürlich die Stärke von Dimitri, dass der da einfach fröhlich hin und her schwimmen kann und die Wasserfälle hinauf und alles, was er will. Ja, Benny dagegen kann halt fliegen, was auch nicht schlecht ist. Aber Benny bei Wasser, wie ihr hier seht, da hat er Panik.
Das wollte ich jetzt einmal nur kurz vorführen, der arme Benny. Wenn der über Wasser fliegt, dann, ja, dann verkrampft er offenbar irgendwas in seiner Flugmuskulatur und er macht nicht mehr weiter. Naja, frech. Aber so ist es. Benny war übrigens damals, als ich zum ersten Mal eines dieser Zelda Oracle-Teile gespielt habe, das war für mich Oracle of Ages. Das werden wir natürlich im Anschluss spielen an Oracle of Seasons. Und ja, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass die drei Tierbegleiter, die es in Zelda Oracle of Seasons gibt, auch nochmal eine Rolle in Oracle of Ages spielen werden. Und damals war Benny derjenige, den ich als erstes hatte als Tierbegleiter. Genau, aber jetzt ist es für unser Let's Play hier ist es natürlich Ricky, also mit Tierbegleiter meine ich derjenige, der die Flöte hat. So, gucken wir mal, wo wir mit Benny denn überall hin können. So viel dürfte es gar nicht sein, aber es gab ja noch irgendwo da unten ein großes Loch, aber nee, da kommen wir leider gar nicht hin, denn Benny kann nicht in Höhlen rein, wie die Tiere alle nicht. Das ist so ein bisschen auch für die Entwickler ganz praktisch, um ein bisschen das Gebiet abzustecken, wo man mit den Tieren hin kann. Das heißt tatsächlich, alles was wir mit Benny machen können, ist vermutlich, drückst du mehrmals A, schwebe ich, auf diese Weise kannst du Gräben überqueren, ist vermutlich diesen Schlüssel zu besorgen, aber auch das ist ja nicht schlecht. Und das ist gar nicht so leicht, weil man hier, wobei doch, es ist relativ leicht. Ich hatte das schwerer in Erinnerung als Kind, dass man hier da drüber fliegt, da man da relativ oft den A-Knopf drücken muss, bis er eben das schafft, darüber zu fliegen. Aber den Drachenschlüssel, den haben wir jetzt. Perfekt. Das heißt, jetzt fliegen wir noch mit Benny zurück. Und dann haben wir doch eigentlich alles beisammen, was wir im Moment brauchen, um zum nächsten Dungeon zu kommen. Oder sehe ich was falsch? Wenn wir jetzt einfach den Benny mitnehmen... mal kaputt machen hier. Genau, wir nehmen Benny mit, wobei Benny können wir nicht lange mitnehmen, muss man leider sagen. Also ich glaube, das war schon dieser kleine kurze Ausflug mit Benny, den wir jetzt hier gemacht haben, um den Schlüssel zu bekommen. Wie gesagt, wenn man jetzt die andere Flöte hätte, in dem Fall Bennys Flöte, wären wir Benny schon viel früher begegnet und hätten mit ihm auch das, was wir jetzt als Natsu Piri kennengelernt haben, hier unten, diesen Teil hier, der zur versunkenen Stadt geführt hat, durchquert. Das wäre dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dann heißt, Natsu Ödland könnte sein. Hat dann einen anderen Namen und wäre eben von großen Gräben durchzogen. Und dann hätten wir Benny gebraucht, um die, ja, um dorthin zu kommen. Aber so ist Benny eben jetzt an dieser Stelle erstmal schon wieder vorbei. Ich weiß gar nicht, ob man ihm später nochmal begegnen kann in diesem Spiel, weiß ich wirklich nicht. Aber jetzt können wir ihn im Prinzip irgendwo parken und mal gucken. Vielleicht bleibt er ja auch hier in der Gegend und wir sehen ihn nochmal. Da weiß ich, wie gesagt, nicht mehr ganz genau, wie das umgesetzt wurde. So. Danke, Benny, für deine Hilfe. Da würde ich sagen, eine Hand wäscht die andere. Wir geben dir eine Banane und du hilfst uns zum Schlüssel. Das war eine faire Sache. Aber jetzt gehen wir rauf zum Schlüsselloch. Ist Benny jetzt weg? Nee, Benny ist noch da. Mal schauen, ob er auch noch da bleibt, wenn wir jetzt zum Schlüsselloch hinaufgehen. Wo war es denn überhaupt? Das war noch eine Etage höher. Dafür mussten wir erst einmal den Winter herbeirufen. Das haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Genau. Zack, Winter ist herbei. Nee, ist erstmal Sommer. Falsch. Jetzt ist der Winter herbeigerufen. Wunderbärchen. Und dann können wir ja auf dem Schnee noch eine Etage höher gehen und hoffen, dass wir dann endlich auch mal den vierten Dungeon erreichen. Das war eine lange, lange Strecke, um da erstmal hinzukommen. Ja. Muss man schon sagen. Zack. Verdroschen. So, rüber geht's. Ach so, nee, jetzt müssen wir erstmal noch die Höhle durchqueren. So schnell ist es... Aua, ist es dann doch nicht. Aber wir werden heute auf jeden Fall das Schlüsselloch noch erreichen. Das kann ich euch versprechen. Genau, also Benny ist sicherlich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen niedlicher als Ricky, wobei das dürft ihr auch gerne beurteilen. Das ist ja auch ein bisschen subjektiv. Aber ich fand Dimitri irgendwie, ich fand Ricky immer cooler, weil es eben ein Känguru ist, das boxen kann und ja, das ist doch irgendwie ja, eine coole Geschichte. So, jetzt müssen wir hier rüber. Noch einmal mit dem fliegenden Kuko fliegen. Ich will jetzt mich nicht trauen, ihn loszulassen, auch wenn es sicherlich für die Wissenschaft ganz interessant wäre, zu gucken, was passiert, wenn man hier in der Mitte runterfällt. Aber dann landen wir nur unten, glaube ich, und müssen dann nochmal darauf. Das macht ja auch keinen Spaß. Nein, wir schließen jetzt hier auf. Zack. Jawollo. Und der Wasserfall versiegt und legt den Eingang frei, der dort unten ist, zu einem neuen Dungeon, wie es aussieht. So ähnlich ist das ja auch in Zelda Link's Awakening gewesen, als wir den vierten Dungeon freilegen wollten. Da war es der Wundertunnel. Mal schauen, was es hier ist. Es ist auf jeden Fall, denke ich, eine gewisse Parallele vorhanden. Eine gewisse. Keine riesige, aber eine gewisse. Das Ganze drumherum ist natürlich komplett anders, aber zumindest das mit dem Schlüssel rein und dann ist da der Wasserfall. Das ist sehr ähnlich. Genau, so, wir müssen natürlich hier den Sommer herbeirufen, um diese Ranke da hochzuklettern. Und dann ist es soweit. Gehen wir hinein und gucken, was uns erwartet. Auf geht's! Wie ist der vierte Dungeon? Level 4, Tanzdrachenhöhle. Oder auf Englisch Dancing Dragon Dungeon. Eine richtig coole Musik. Hört mal kurz hin.
Also wenn ich ein Drachen wäre, würde ich da auch das Tanzen anfangen. Definitive Sache. Da schwingt natürlich auch ein bisschen Nostalgie mit. Aber ich mag ja diese ganze alte Gameboy-Gefiepse-Musik doch ganz gerne. Und ja, wer mein Minecraft-Let's Play guckt, der wird vielleicht auch schon mal diese Dancing Dragon Dungeon Musik oder Tanzdrachenhöhle Musik im Hintergrund gehört haben, da ich sie da in die Playlist reingemacht habe. Die groovt einfach. Genau, wir haben noch ein paar Minuten. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach schon mal ein bisschen die Tanzdrachenhöhle an. Hier rechts geht's nicht lang, weil wir da einen Schlüssel brauchen. Also schwimmen wir mal hier hinauf und gucken, was uns erwartet. Erstmal so ein paar fiese Frettchen, die wir aber einfach verdreschen können. An die habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr so viele Erinnerungen. Die Dungeons, die jetzt kommen, sind mir nicht komplett neu. Ich habe es schon mal gespielt, wie gesagt, schon 2-3 Mal Zelda Oracle of Seasons. Aber das letzte Mal ist jetzt auch schon wieder 8 Jahre her, muss ich sagen. Da, ja, weiß ich eben nicht so viel. Was gibt's denn hier? 10 Bomben! Bermskin, na super. 10 Bermskin, aber ich glaube, wir brauchen gerade gar keine Bomben. Wir hätten sogar vermutlich genug gehabt. Oder ist hier irgendwas zu sprengen? Nö. Na gut, ansonsten steigen wir doch einfach mal in die Lore und fahren ein bisschen durch die Gegend. Hui! Ganz gemächlich, ganz gemütlich. Okay, hier können wir den Schalter theoretisch umlegen. Ich weiß nur noch nicht, ob wir das wollen. Gucken wir erstmal, was hier oben ist. Erstmal muss man sich ja hier umschauen. Zack! Ganz schön viele Gegner. Ganz schön viele Gegner, sagt er, und dann kommen da noch mehr. Ah, hier können wir was sprengen. Das machen wir direkt. So, ja, das hier scheint mir alles relativ nutzlos zu sein. Hier wäre es jetzt vielleicht dann doch wieder sinnvoll gewesen, wenn wir den Greifenring mitgenommen hätten, der ja dafür sorgt, dass diese Felsenstellen hier nicht, also diese brüchigen Stellen nicht zerbrechen. Damit das eben nicht passiert, aber gut. Ist hier was zum Tauchen? Ich glaube nicht, aber wir gucken trotzdem mal kurz. Nicht, dass wir hier noch irgendeine Tauchstelle verpassen. Nein. Okay. Wunderbar. Dann, ach so, nee, wir haben ja da rechts noch eine Stelle zum Sprengen. Die sollten wir nicht vergessen. Zack. Ah, das war ein bisschen zu übermütig, das gebe ich zu. Zack, nochmal die Feder aufgerüstet und rüber. Was gibt's hier? Ja, was? Okay, es scheint so, als müssten wir einen Haufen von Knöpfen gleichzeitig drücken. Wie sollen wir das denn eigentlich anstellen? Ich glaube, wir müssen hier 2 Vasen zerdeppern, um die überhaupt verschieben zu können. Na, wahrscheinlich reicht's, wenn wir die gleichzeitig drücken, aber nicht draufbleiben, ne? Also wenn wir jetzt diese 2 Vasen hier zum Beispiel wegmachen, dann können wir die ja verschieben. Dann verschieben wir jetzt einfach mal einzeln die Vasen an die richtige Stelle. Das kann sich ja nur um Stunden handeln, das ist eine etwas längere Aktion. Und dann bleibt eben noch ein Schalter frei, wenn ich das richtig sehe, der da oben. Und da stellen wir uns dann drauf. Und dann gucken wir mal, ob das schon genügt oder ob wir hier das Ganze nochmal neu starten müssen und irgendwie... Aber ich wüsste gerade nicht, wie das gelingen soll, dass wir da wirklich nur 8 Vasen rausziehen. Ich glaube, das wird eine schwierige Geschichte. Ich glaube, wir müssen hier tatsächlich... Ja, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, wir müssen einfach gucken, dass wir hier auf insgesamt, ja, 7 Vasen kommen, die wir da draufstellen und uns dann selber als das letzte Gewicht verwenden. Schauen wir mal. Dann fällt ein Schlüssel runter. Ja gut, klar, der bleibt dann natürlich da. Der wird nicht wieder von unsichtbaren Fäden nach oben gezogen. Das wäre ja auch eine Frechheit sondergleichen. Okay, dann haben wir jetzt einen Schlüssel, können also theoretisch erstmal wieder zum Eingang zurück und gucken, was wir damit aufschließen können. Wir können aber auch mal gucken, was hier passiert. Ah, dann können wir hier links rumfahren. Gut, schauen wir uns mal kurz um. Wenn wir den Hebel drücken, erstmal diese beiden Gegner erledigen. Hier sind ein paar Vasen. Okay, und hier scheint sich die Tür zu öffnen, wenn wir hier drauf drücken. Genau. Ja, dann will ich aber lieber doch erstmal kurz gucken, was in dem Raum rechts vom Eingang war. Das schön systematisch abarbeiten hier. Denn das hier sieht mir eher aus wie der Weg, der eigentlich dann weiterführt. Und ich könnte mir vorstellen, dass einfach rechts vom Eingang dann noch ein Raum ist, in dem vielleicht, wenn man den Schlüssel eben hat, dann die Karte oder sowas liegt. Was ja nicht schlecht wäre. Eine Karte ist immer nützlich, aber wir wollen eben dann vielleicht nicht erst ganz spät die Karte bekommen. Je früher man die Karte von so einem Dungeon bekommt, desto angenehmer ist das. Gucken wir mal, was hier hinter ist, ne? Okay, erstmal jede Menge. Das sind übrigens auch solche Antifeen, aber eben nicht die, die uns verhexen, um es mal so zu sagen. Okay, nee, hier scheint auch noch mehr zu sein als bloß das eine Ding. Ich meine, wir können auch hier dann... Dann ist es ja wurscht, wenn die beide Wege irgendwie erstmal noch einen längeren Weg dahinter zu haben scheinen, dann können wir auch wirklich einfach erstmal den hier machen. Warte mal, die müssen wir mal ganz kurz erledigen hier. Die gehen mir nämlich jetzt schon auf die Nerven. Zack. So, okay. Okay, was ist hier? Wahrscheinlich, wenn wir alle Gegner erledigen... Ah ne, wir müssen... Oder wir müssen diesen Stein da verschieben. Das sind so 2 klassische Zelda-Mechaniken, um irgendwie eine Truhe zu bekommen. Entweder man erledigt alle Gegner. Spring doch nicht so viel. Du hast doch gar keine Greifenfeder, mein Freund.
glaube ich zumindest. So, und noch eine Fledermaus. Erledigen wir sie einfach auch mal erstmal. Na komm schon. Jawohl. Okay, dann müssen wir tatsächlich wahrscheinlich den Stein verschieben. Jawollo, und kriegen eine Schatzkiste. Was ist da drin? Der Kompass. Ah, fast die Karte. Okay, der Kompass. Ah, es ist auch wieder ein Dungeon mit mehreren Etagen. 3 Stück. Gut, dass wir den anderen Emulator mittlerweile verwenden, sonst würde sich der Visual Boy hier wieder aufhängen. Genau, also 3 Etagen und ein... Ach hier, guck mal, in der Etage, in der wir gerade sind, gibt es nicht mal mehr eine Schatzkiste. Interessant. Okay, dann gehen wir aber erstmal einfach diesen Weg hier weiter. Ich dachte ja, die Karte wäre hier vielleicht, aber es ist der Kompass. Na gut, auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Okay, da sollten wir drunter hertauchen, das ist sonst gefährlich. Ja, ich würde sagen, wenn wir randalieren können, dann machen wir das auch. Schadet ja nie. Bisschen Randale ist eigentlich ja keine schlechte Sache, muss man sagen. So im Alltag, ein bisschen randalieren. Das macht schon Spaß. Dann gehen wir mal hier entlang. Der frisst uns nur das Schild. Das ist ja frech, dass die hier so einen Raubschleim direkt vor diesen Stachis platzieren. Und wenn man jetzt Pech hat, dann frisst er einem einfach das Schild. Beziehungsweise wenn man sich schlecht anstellt. Und dann kann man die Stachis nicht mehr besiegen. Okay, aber so sollte das gehen. Hier müssen wir ein bisschen schnell drüber hüpfen. Nicht, dass uns das Ding da unterm Hintern wegbricht. Da wäre auch wieder der Greifenring nicht schlecht. Schaut mal einer an. Kaum habe ich einen Ring nicht dabei, wo ich sage, den könnte man mitnehmen. Sagt's direkt das Spiel, jetzt könntest du ihn wirklich gebrauchen. Hm, schade. Okay, hier geht's eigentlich noch ziemlich weit lang. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, war dann der andere Weg vielleicht doch erstmal sinnvoller, damit man einfach schön die Dinge nach und nach abklappern kann? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich bin jetzt hier. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu entdecken in der anderen Richtung. Sollten wir nicht vergessen. Okay, da ist wieder nur ein Schlüsselloch, das wir nicht aufschließen können, weil wir gerade keinen Schlüssel haben. Hm. Na gut, dann die andere Richtung. Wenn da jetzt auch nichts weitergeht, dann haben wir natürlich jetzt ziemlich lange eine Sackgasse erkundet. Aber erstmal haben wir hier noch einen Hebel, den wir umlegen können, um zu gucken, was hier ist. Okay, hier ist angeblich ein Schlüssel. Vielleicht in der Mitte dieses sehr auffälligen Kreuzes. Weiß ich nicht. Erstmal die beiden Raubschleime erledigen. Weg, weg, weg! Ah, da fällt er runter. Den können wir uns doch einfach ertauchen. Wunderbar. Jawollo, das klappt. Okay, dann haben wir jetzt einen Schlüssel, können also dann den Schlüsselblock da rechts öffnen. Und ja, mal gucken, was da ist. Aber auch eben auch nochmal den anderen Weg erkunden. Aber nicht mehr heute, meine Lieben. Das war schon wieder ein sehr actionreicher Part. Ich fahre mal noch zu dem Schlüsselblock. Wir sind jetzt im nächsten Dungeon. Wir haben Benny kurz kennengelernt und auch schon wieder verlassen. Es tut mir leid. Und hören vor allem eine der besten Musiken aus den ganzen Game Boy Zelda Spielen überhaupt. Das ist doch nicht schlecht. Genau, also das war's für heute. Das war's auch für diese Woche. Aber nächste Woche geht's garantiert weiter mit Zelda Oracle of Seasons. Ich freue mich total drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Wenn es euch heute gefallen hat, lasst mir doch gerne noch eine positive Bewertung oder auch einen netten Kommentar da. Aber ich bin für heute raus. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Scuddy der Rally. Moin!